So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Der Pauker, die. Alles klar. Die Paukerin und der Letag. Meine Das Herren. Paukerin. Völlig durch und die den Wind. Lea und der Rabe, die hast du vergessen. Ja. Knoten. Der Rabe heißt jetzt Knoten. Ach so. Ach so, ich dachte, ja gut, dann halt der Rabe. Noch nicht. Weiter, Moment. Rabe ist jetzt Knoten. Ist doch voll der Rabenname. Ich weiß nicht, was ich denke immer, du folgst mir hier, aber nein, das ist die Lea. Das ist Lea, ja. Oh, was hast du denn da für eine interessante Aura? Nee, ich höre dich auch. Das hattest du auch gerade, ich weiß aber nicht, warum. Hier ist ein brennendes Haus. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Willst du mal Feuerwehrmann spielen? Hilfe, Hilfe. Oh. Was? Ja, ja, alles, ja. Keiner geh rein, komm. Ich hole dich wieder. Niemand oh, guck weg. Mal da. Hoch? Wie kommt man denn da hoch? Warte, ich mach. Hoch, kluger Zweihandstreitkolben des Verwundens. Eins. Brauchst du einen Zweihandstreitkolben? Zwei Handstreikkolben. Kurz dich aus. Weiß ich nicht, oder kannst du mal rüberschmeißen, wenn der. Ich weiß nicht. Beb. Ui. Oh. Na? Ja, ja. Ja, 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 nehme ich mal. Okay. Muss ich nur eben meine Fertigkeit wieder umändern. Zack. Hier brennt es überall übrigens. Oh, und hier ist eine riesige Blutspur. Was? Oh ja, hier. Der da oben wurde anscheinend ein wenig geopfert. Hat hier offensichtlich nicht viel gebracht, muss ich sagen. Brandschatz wurde ja auch. Hier liegen überall tote Dorfbewohner rum. Ja. So, und da oben sind noch ein paar. Noch nicht. Freunde. Was sagt denn die Karte? Ich muss gleich mal auf die Karte gehen. Ich glaube, müssen die jetzt hier weit durch haben, oder? Ja. Jo. Ganz schön große Karte gewesen. Ach, guck mal, da ist ein Portal. Das können wir nochmal eben aktivieren. Was, wo meinst du denn hier oben? Ja. Ist das nicht das... Ach, ist schon. Ist das gut. Sind wir nicht sogar hergekommen davon? Nee, wir sind durch unser eigenes Stadtportal. Ach so. Ich habe okay. Unsere Reisen geliebt. Ach, Lea quatscht immer noch inzwischen. Oh, warte, da oben ist noch was. Kleiner Zipfel, vielleicht verbirgt sich da ja noch eine Schatztruhe. Oh, eine ja, Tasche, ja. Und es ist ein abgelegener Hütte. Da guck mal einer an, hätten wir fast übersehen hier. Die Kesselflickerhütte. Die Bauern sind schon vor über zwei Wochen gegangen. Ach, und krass. Und blieben wir. Gestern Nacht hörten wir die Bestien näher kommen. Mein Mann machte sich auf den Weg, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Alles, was erst mir bleibt, ausgeraubt. Sind die Dinge, die wir zusammen geschaffen haben. Hoffentlich hab werden Diamant. Sie jemand anderem mehr nutzen. Mit? Warum? Hast du auch einen Edelstein bekommen? Ich habe einen Topaz. Ja, ein Topaz, das ist auch nicht schlecht. Topaz, nicht Knoppers. Ein Topaz, den kannst du in deine Krone reinmachen. Die ist doch, die kannst du doch sockeln, oder? Ah, ja, ja, das ja. Das sind die ja. Steine. Was bringt der dir? Moment. Bei Kopfschutz... Steht da boah, extra krass. Für Kopfschutz. Reduziert die Abklingzeiten. Alle Ressourcenkosten um 3,5%. Ist ein Unterschied, ob du den in Waffe, Kopfschutz oder Rüstung reinmachst. Ne? Das steht da ja immer was anderes. Kann man den auch wieder entfernen, theoretisch? Beim Schmied kannst du den entfernen. Ach so. Dann zerstörst du aber entweder die Krone. Mhm. Also dann, ach so. Also du kannst den nicht ohne weiteres entfernen. Du kannst den nur entfernen, indem du entweder das Rüstungsstück zerstörst oder du zerstörst die Steine und hast dann das Rüstungsstück wieder leer und kannst das womit was anderem befüllen. Okay. Naja, gut. Aber war doch, siehst du, war doch gut, dass man wirklich jede Ecke hier, ne, muss er auch mal sagen, ne? Ja, das stimmt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir kommen ja nur einfach mal wieder hier in so einen kleinen Hinterhalt und müssen irgendwelche kleinen Gegner rummetzeln, so. Und wir haben hier, glaube ich, noch einen extra Auftrag, dass ihr einer von diesen schauderhaften Ziegenmenschen wärt. Ja, ja, da ihr ich hab's schon angequatscht. Möchtet ihr vielleicht etwas kaufen? Ach, ein Händler. Oh. Oh. Na, sieh an. Aber sie hat nichts für mich, außer irgendeinen Speer. Aber ich bin ja nur ein Fernkämpfer. Ja, die hat ein paar schöne Sachen, die noch ein bisschen von der Stufe her... Nee, Quatsch. Das sind alles für Zauberer und so.
Und Rüstungen? Ja, ja. Oh. Ein paar Schuhe, die werden besser. Na gut. Ja, musst du dir überlegen, ne? Das sind aber auch saftige Preise, muss ich sagen, was die gute. Naja. Naja, aber reparieren zumindest mal die Gegenstände. So. Vielleicht müsste ich meine Krone mal reparieren. Geht das eigentlich? Ja, einfach alles reparieren. Warte mal. Ja, machen wir mal. So, ich glaube, das hatte ich schon. Oh, den Gürtel noch. Na gut, okay. Kann weitergehen. Aber schön, ich habe, also wie gesagt, der Diamant, den ich habe, in der Krone reduziert Abklingzeiten aller Fertigkeiten. Ich habe gar nicht so große Abklingzeiten, muss ich sagen. So, ja, bei mir doch die ein oder andere dauert schon ein bisschen länger. Von daher gar nicht mal verkehrt. Wenn man schon. Die Lea hat einen schönen Bogen. Ich will auch lieber einen Bogen als eine Armbrust. Aber deine Armbrust leuchtet so toll. Ja, aber. Ah, ein bisschen Abwechslung. Speicherpunkt haben wir gerade erreicht, hast du gesehen? Ah ja. Bitte helft! Sie versucht, meine Freundin zu töten! Du alter Schuft. Meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter. Sascha. Mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Liebe herrscht. Okay. Wo ist die Reliquie? Der alte Schürzenjäger, mach auf. Der wird mich retten. So, was hat. Lass das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ja. Ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Kannst du mal versuchen. Heute nicht, du noch nicht bereit. Das war schwer. Oh, jetzt kommen mehr. Da hinten ist noch ein Oberschuft hier. Nigel der Halsabschneider. Ja, aber. Schön. Halsabschneider, das ist auch so ein Begriff, weißt du? Also Kopfabschneider kann ich ja nachvollziehen, aber Halsabschneider? Das stimmt, ne? Das ist noch nicht das Ende. Ach, der lebt ja noch. Der Rest der Diebesdiebe wird euch finden. Tötet die Banditen. Eieieiei. Einen seltenen Gegenstand habe ich da. Einen orangen. Ich habe zwar, einen Bogen, aber. Ich habe wieder so, gut, ein, hat... so einen. Legendären. Einen legendären. Den ich. Ich nicht. Nicht erstmal identifizieren lassen muss. Uiuiui. Ach krass, ja. Yeah. Ich will auch sowas. Und vor allen Dingen ist das auch so ein Nagelbrett. Nein, Nagelbrett. Was? Nee, so eine komische, hier, kennst du die, diese, wie heißen die? Totschläger, ne? So ein Baseballschläger mit Nägeln durch. Ach so. Nee, so Totschläger ein ist ein Ring. Ja, so eine Keule. Mit Nägeln. Oder? Kennst du Walking Dead eigentlich? Nee. Ja, also nee, vom Namen her schon, hab ich aber nie. Da hat auch so ein Bösewicht so eine Keule mit Nägeln. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhigeres Leben führen. Die Felder bestellen und Belger, ich meine Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meinem Freund hier fortziehen. Ihr wollt euch dem Kreuzzug anschließen? Es ist ein steiniger Pfad. Ja, ja, schon klar. Der Pfad ist steinig und so. Wollen wir dann? Alter, was für ein Arsch. Moment. Krass. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Ach, das ist jetzt ein Gefährte, ja? Der Typ? Ach, auch noch. Ne? Ich hätte lieber das Huhn genommen hier. Komm, wir nehmen das Huhn mit hier. Guck mal. Das Huhn? Oh, hier, das süße kleine Huhn. Warte mal, ich sehe es gar nicht. Wo ist das denn? Guck mal, jetzt flattert es. Ich darf nicht. Ich sehe es nicht. Was, du Leute? Du hast es getreten. Ich habe kein du Huhn. Du hast hier. Das Huhn getreten. Hier, wo ich hinlaufe. Hier, jetzt stehe ich davor. Ach, siehst du das nicht? Nein. Du hast schon wieder drauf getreten. Ja, es war Absicht.
Das glaube ich sogar. Wann sind wir jetzt viele? Nun, solltet ihr einmal Arbeit suchen. Aber dich kann man gut erkennen. Ich folge bereits meiner Berufung. Und tschüss. Huch. Hau ab. Oh. Oh, was ist los jetzt? Den Schuft müssen wir ansprechen. Aber ihr habt eurer Verlobten ein Versprechen gegeben. Verlobte? Schuft. Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Lyndon. Na toll. Den sind wir jetzt in unserer Gruppe. Der ist jetzt lassen. In der Stadt und wir können wieder an. Ach so. Man kann quasi immer so einen Gefährten mitnehmen dann. Da stehen dann nachher ein paar mehr. Wir werden noch ein paar mehr treffen. Und dann können wir so aussuchen. Ja, gut. Aber der ist nicht so sympathisch. Nee. So, hier unten gibt es jetzt gleich eine längere Quest. Ja, gut. Na gut, wir müssen sie ja nicht komplett machen. Also ich meine, es wäre zwar schön, aber vielleicht gibt es ja noch einen kleinen Zwischenabschnitt irgendwo, wo man sinnvoll pausieren kann. Mhm. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein. Es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur dem Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Ho, ho, ho. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Sucht zwei Gräber in diesen Wäldern. Was? Du kannst ja mittlerweile vermutlich denken, wer der gefallene Stern ist. Kann ich das? Naja, okay. Der gefallene Stern? Ja, der Typ, wo du komische Dinge verstanden hast, wo er von seinem Schwert sprach. Ja, klar. Alles klar. So, beschafft euch das Fanal der Ehre aus der Ruhestätte des Kriegers. Ja, mach mal was mit dem. Joa. Ui, ich kann jetzt die ganzen Dinger umhauen. Sie wurden verderbt. Huch, das lebt noch. Was denn? Nee, jetzt nicht mehr. Eins von diesen noch Dingern. Nicht. Ach, Ghule sind das. Ah. Ghule? Ghule, ja. Noch nicht. Das sind coole Ghule. Skelettkrieger. Ja, nee, diese fliegenden Teile. Das sind Ghule. Ja, das nicht, aber vorne war einer da. Stufe 19. Das gibt's doch nicht. Noch nicht. Und ich habe einen neuen Fertigkeitsplatz. Oh Mann. Wieso bist du denn Stufe 19? Weiß nicht, bin halt sehr ehrgeizig. Ja. Nein. So, ich muss mal ganz kurz meine Fähigkeiten nochmal anschauen. Schnellfeuer. Na klar, ich bin in der Zeit ehrgeizig. Noch nicht bereit. Ich bin mein Gefährt nicht. Ich bereite dir in der Zeit noch den roten Teppich. Du mach das mal, ne? Also, ich finde, das ist auch okay. Ich habe jetzt vorgearbeitet, noch weißt nicht. Du. Oh, ich habe eine ganz neue Fähigkeit, das ist ja cool. Speerfeuer. Okay, muss ich mal gucken. Ich höre die ganze Zeit deine Maus so. Du hörst meine Maus? Ich höre deine Maus. Ich höre deine Maus. Ich glaube, das ist ja meine Tastatur. Oder so. Auf der ich hier rumprügel. Lea, erzähl mir mehr von eurem Gasthaus. Die Welt ist so gefährlich. Jeder braucht einen friedlichen, sicheren Ort. Ich muss mich auch mal ein bisschen mehr angewöhnen, mit der Tastatur auch die Zahlen zu benutzen. Das klingt aber teilweise auch so. Nee, was denn abgeben? Ich so. Plum. Ja, ich klicke da so wahllos drauf, weil ich habe hier das Mikro genau so vorm Gesicht, dass ich unten den Gürtel nicht sehe.
Ein achso, noch ein Bildschirm. Ach, ehrlich jetzt? Noch nicht bereit. Nicht genug Zorn. Ja, ich bin ein bisschen, weiß ich nicht, zu bequem für immer zu gucken, wann da jetzt abgeklungen ist, der Zauber oder nicht. Ich drücke einfach drauf rum. Da gucke ich auch nicht. Ich gucke halt auch nur ganz mit dem Augenwinkel darauf. So, Ruhestätte des Kriegers. Die ist da. Ich würde vorher sagen, machen wir mal hier eben das Portal. Zing, den Wegpunkt, den müsstest du dir auch einmal. Was? Wo? Hier. Ach, hier unten. Moment. Ja. Ich muss mal in der Nähe dran vorbeilaufen, damit der aktiviert wird. Okay. Oh. Hä? Ich habe die Lea erschossen. Was? Ja, es war aus dem Buch. Wo steckst du denn? Oh, ach du, guck mal, die, in diese Laser-Dinger, die da auf dem Boden stehen, da würdest du nicht reinkommen. Ja. Ich habe noch einen Edelstein, cool. Echt? Mhm. Nee, was noch ein Stopper. Das ist auch nicht schlecht, was hier. Noch nicht. Ui. Hier blinkt's auf jeden Fall. Du hast noch einen Knoppers? Das gibt's ja nicht. Ich habe noch einen Knoppers gefunden. Und du wirst schon da nicht. What? Was? Du wurdest angegriffen. Ich hab dich gerettet. Nee, ich hab gerade meine vierte Fähigkeit. Ja, die hatte ich vorher schon. Bis Level 19 wahrscheinlich gerade, ne? Ja, die habe ich gerade zum ersten Mal benutzt und auf einmal war ich weg. Verschwunden, weggezaubert. Ich frage mich, wer diese Soldaten. So, hier müssen wir, glaube ich. Wir werden es bald herausfinden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ein ungutes Gefühl. Oh oh. Ich auch. Pass mal auf, jetzt kriege ich mich weg. Warte, machst du es gerade? Schon zu spät, schon vorbei. Ich löse mich irgendwie in Luft auf und komme als Blitz da nieder. Ach krass. Erstürzt den Hügel, Brüder! Lasst ihn nicht in die Hände dieser miesen Hunde fallen! Weiß. Nur Geduld. Wer quatscht denn da so nasal? Soll ich mal die Nase putzen? Ich weiß nicht, ich hab ihn nicht gesehen. Jan Delay in the house. Oh, mein Rabe legt sich gerade mit 4 Leuten an. Das ist ja noch nicht bereit. Das ist der kleine Rabe Socke, ne? Genau. Nicht genug Zorn. Ja, noch nicht. Ich bin tot hier. Spuckst du mal. Oh Mann, sag doch, dass da ein Gegner ist. Ich hab da einen Gegner. Zu spät. Unsere Feinde sind auch nicht so schwer. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Wir müssen sie hier festhalten, während die Schlüssel zum heiligen Tempel vor ihrem Anführer, dem Dämon Eresa, versteckt werden. Wir dürfen nicht ins Wanken geraten, auch wenn wir bis auf den letzten Mann aufgerieben werden. Okay. Alles klar. Okay. Ja, gut. So. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben noch 2 Minuten Zeit, ja. Oh, hier sind noch ein paar Skelette. Dann sagen wir, decken noch hier eben die Karte auf. Genau, dann machen wir jetzt einfach so, ne? Und dann haben wir da ja. Sind da irgendwie noch. Noch so ein bisschen was zu tun, ne? Ja, hier sind noch. Ist aber noch ein bisschen was zu tun. Auch eine große Karte eigentlich, ne? Und die Karte haben wir jetzt aufgedeckt. So, jetzt müsste sie aufgedeckt sein. Jetzt haben wir hier aber noch diese 2 Ruhestätten. Ruhestätten des Kriegers und Krypta der Uralten. Ja, das sind dann die Höhlen, also die, ja, eine Krypta, gut, das kann ja wieder ziemlich lange dauern, ne? Ruhestätte. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz
ins Dorf. Ich wollte mal eben gucken, was ich jetzt hier habe. Mach das mal. Genau. Huch. Was ich da als Falscher legendäre Weg, Waffe bekommen habe. Ja, das wäre echt mal mein interessant. Lieber Herr Gesangsverein. Den hatten wir schon mal, ne? Den Gesangsverein. Den Gesangsverein? Ja. Was hast du denn bekommen? Einen legendären Zweihandstreitkolben. Cool. Der ist nicht schlecht. Plus 68 zu Stärke. Und plus 81 zu Vitalität. Mann, ich bin neidisch. Ja, der ist nicht schlecht, um aber zu sagen, holla die Waldfee, das habe ich noch nicht gesagt. Das stimmt, das wäre mal ein neuer Ausspruch. Ja. Also, die Werteveränderungen sind alle durchweg positiv. Plus 28, plus 34. Ich glaube, der ist... ja. Nun gut, jetzt haben wir die 20 Minuten voll. Ja, ich bin gerade am Wiederverwerten. Ich bin aber auch gleich fertig. Dann kann ich beim nächsten Mal schauen, was ich mir so schönes schmieden kann. Ja, war das die letzte Runde für heute? Na gut, eine können wir noch machen, oder? Du kannst das ganz entscheiden. Ich weiß nicht, was du so geplant hast. Geplant, also ich nichts mehr, außer schlafen. Dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Ja, machen wir das mal. Gut. Dann sag ich mal tschüss und bis zur nächsten Folge. Jo, bis dahin.